Was geht ab, Leute? Willkommen bei mir auf dem Kanal zurück. Eigentlich wollte ich es nicht machen, aber, und zwar ein ganz, ganz großes Aber, ihr wisst, ich liebe Rap, Hip-Hop und Sunny hat eigentlich heute, hätte eigentlich Album-Release gehabt, heute zum 19.11., wurde verschoben auf April. Jo, auf April 2022. Und ihr seht schon unten an der Zeit, das wird wahrscheinlich das längste Reaction-Video auf Musik, was von mir kam. Bis jetzt zumindest. Und einfach bloß, um dem, wie sagt man, die Ehre zu erweisen, dass so ein langer Track rauskommt, bin ich mega gespannt drauf. Und wir ziehen uns jetzt in den Track rein. Dieser Track geht 33 Minuten. Und von daher schauen wir mal, was Sunny da rausgepulvert hat. Ich mache mal kurz noch den Hintergrund, wenn ich sauber. Weil ich eigentlich das nicht machen wollte. Aber scheiß drauf, Leute. Ich mach's einfach und let's go. Wir hören einfach mal rein. Ich bin mega gespannt, was hier auf uns zukommt. 33 Minuten. Ist eigentlich das erste Mal. Sonst hat SpongeBob, aber hier, ey, let's go. Ich bin gespannt, was hier los ist. Bikini Bottom Mafia. Puh, krass. Mal ganz kurz was gucken, und zwar, boah, bis zu 4K. Schade, dass mein Internet momentan nicht funktioniert. Ich alles übers Handy laufen lassen muss leider, weil WLAN-Router wurde zerwichst von der Leitung her und deswegen habe ich schon momentan bloß über mein Handy Stoff sozusagen. Und schade, aber naja, was soll's. Ein Film von Dani Slutin. Ich hoffe ja auch, dass wenn dieses Reaction-Video rauskommt, ob ich das auch auf online behalten darf. Das ist ja wieder das nächste Mal, mal gucken. Komm vom Beton, wollte dann kommen, Koffer genommen, Bombardement, Mama das einzige, was hätte knallt, ist der Domperion. Imperial, trinke dein Blut aus dem silbernen. Klingt erstmal etwas anders, wie man es gewohnt ist, aber das ist ja so das Ding von Santiago. Ich bin gespannt jetzt. Ihr wird uns einiges erwarten wahrscheinlich. Immer loyal, Chateaubriand, goldenes Dupont, puste den Smog aus dem Loch vom Balkon. Im Ostblock, noch kein Dach überm Kopf, wie ein Drop-Top, heute Top-Notch. Ja, das klingt doch geil so. Ja, Mann. Komplotte gegen SpongeBoss, ich bekomme mein Gold nicht Fort Knox. Gruß an die Fans, mein Album wurde zu lange aufgeschoben wie das Motorola. Sorry war busy, ich hinterließ eine Spur Drogen, toter wie Tony Soprano. Knarren und Clips bei der Razzia mit unter aller Kanone wie ein Kalaschnikgriff. Doch ich bin back, Maximum frisch. Ja, das klingt geil. Das ist das, was man hören will. Genau sowas finde ich mega gut. So diesen Schwellen. Maske gelüftet, die Waffe gezückt. Jüdische Gene, Kapitalist. Kommt Sunny ins Biss, geht zum Money am Tisch. Zeigt was Kapitalist. Simple Mathematik, jeder Zappel. Philipp trägt ne Patek Philippe. Kannibalistischer, panischer Shit. Rabatt die Klick, die sogar ein Schabbat dein Bodyguard fegt. Frag Schala nach Rap, Motherfucker, verpasst dir nen Butterfly-Stich. Kabbala Schrift, der Ballermann Hit. Sie handeln mit Klicks, ich bin Mafia Rich. Maya Lansky, zieh am Cannabis-Bliff, während Kamera plötzlich das Panzerglas trifft. Gatling Gun in der rechten Hand. Catch a Body, wie Boah, das sah fett aus, ey. Das sah jetzt richtig fett aus, hier die ganze BBM-Crew. Im Hintergrund, ey, bam, 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 ey, das sah fett aus. Sie handeln mit Klicks, ich bin Mafia Rich. Maya Lansky, zieh am Cannabis-Bliff, während Kamera plötzlich das Panzerglas trifft. Gatling Gun in der rechten Hand. Catch a Body wie ein Wrestler Army. Komm mit sechs Kanten wie das Hexagramm. Kopf durch die Wand wie ein Crash-Test-Dummy. Zu viel gekifft, zu viel Texte sammeln. Heb mich lange bedeckt wie mein Fendi-Mantel. No new friends, nur Geschäftsbekannte. Ich war festgefangen in dem Nest der Schlange. Immer Nächte wach wie der letzte Junkie. 10 Cent nach Arm für wie ein Hefner-Bunny. Antares, Autotune, Tesla-Aktie. All black wie Rabis, mache extra Money. Ah, keiner meiner Tracks ist funny. Ihr wollt keinen Stress wie Gandhi. BBM ist libanesische Erpresserbande. Rap ist Menschenhand und niemand war jemals so back wie Sunny. Das ist ja geil. Das ist eine coole Figur. Feines sieht es fast gleich aus, oder? Kann es sein? Also eins muss man schon wieder sagen, ne? Das ist schon wieder krass, wie so ein Mega-Block, was da aufgebaut.
Holy shit, ey. Wein, wir sind gerade mal bei 2 Minuten 15. Protokolle der Weisen von Zion, lies was in den Büchern steht. Niemand überlebt, zu viel Zyklon B, zu viel Lügen, keine Wahrheit dabei. In Arbeit gefangen, doch es hieß Arbeit macht frei. Sie machten Propaganda, so viele Judentote, zerstörten Synagogen, denn es hieß Blut und Boden. Sahen sich als Herrenmenschen, die für die Ehre kämpfen. Wir hatten keine Waffen, standen da mit leeren Händen. Ein Mann schreit Sieg Heil und dann hebt die Nation die Faust. Nach ein paar Jahren gehen 6 Millionen und drauf beim Holocaust. Überheblichkeit oder überlegene DNA, die Seele schwarz. Ja, das muss man natürlich auch sagen, ne? Also geht's natürlich auch gleich mal geschichtlich ein bisschen zurück. Stark. Sprechen ein Kaddisch und sind den Tränen nah. Mein Uronkel war im deutschen KZ, dann im italienischen KZ. Ein Freund schuf ihn weg, hat ihn versteckt und irgendwann ist er nach Kanada geflohen. Kein Lebenszeichen, deshalb dachte seine Mama, er wär tot. Meine Uroma verfolgten sie in Rostov am Don. Sie sprach oft davon, die Nazis sind in Ostblock gekommen. Leibstandarte SS Adolf Hitler kam im Tank. Sie flohen nach Usbekistan, zwei kleine Kinder an der Hand. Keine Identität, Lügen wegen dem Stereotyp. Sophia Goldberg, sie überlebte den Genozid. Man muss aber auch sagen, das wird aber auch stark gespielt mit den, ihr wisst schon hier, mit Hand hochheben und das Ganze getönt, dass wie sagt man, diese freie Kunstart wird sehr natürlich da genutzt, weil ich glaube, sonst dürftest du das, glaube ich, nicht so krass, oder? Weiß nicht. Puh, schwierig. Genozid, Michael Goldberg, die Armee kam zu meinem Großvater. Judenverfolgung, nächster Stopp, Evakuationslager. Die Jahre gingen ins Land, sie gingen in die Ukraine. Die Kriege nahmen ein Ende, nie wieder Blut vergießen. Die zwei werden erwachsen, können sich kaum erinnern. Leonid und Nina Goldberg, Namen zweier Trauerkinder. Unsere Geschichte, unser Familiendrama. Nach dem Krieg bekam Baba Nina meine jiddische Mama. Als ich zur Welt kam, habe ich längst nichts mehr vom Leid mitbekommen. Deshalb widme ich meinem Vorfahren diese Zeilen im Song, was soll ich sagen? Ich war gerade mal 2 und Deutschland war die Endstation. Heute bin ich ein stolzer Jude, stolzer Enkelsohn. Nie mehr vergießt Oma Sophia eine Träne, denn heute verfolgen sie mich über Social Media Kanäle. Qualifikation, ranziges Mikrofon, hatte nicht mal Schallisolation, über noch keine Million. Motherfucker, dafür Hustler-Ambition, wollt nie Akkern für Standardlohn, hatte Vision. Bruder started from the bottom, nie mehr auf dem Baum eine Kabeltrommel tragen, muss den Rapper-Traum mit Capri-Sonne jagen, morgen schlafen. Ich überlege gerade, diese Figur, war die schon mal irgendwo mit drin? Ne? Ich weiß es nicht, dadurch ich die anderen Boxen noch nicht unboxed habe, deswegen bin ich da nicht ganz auf dem Laufenden. Wenn ihr es wisst, könnt ihr das mir gerne mal mit reinschreiben. Würde mich wirklich mal interessieren. Mittagsreime schreiben, mitternachts vor Popos flüchten. Erste Vocals bitten, Strophen kicken mit der Dope Audition. Guck mal, ich hatte nicht mal ein Kondensator-Mic. 808 und Hardcore-Vibes, rappte übers Hard Knock Life. Bei Oma auf der Leder-Couch mit selbstgebautem Popschuss. Broke Quali, doch die Tracks haben dein Head gebaut wie ein Kopfschuss. Ich autotune die Voice und ich lege sie auf den Beat. Bro, mich hatet die Industrie, doch mir fehlte die Melodie. 2006, erster Deutschrapper mit Pitch Correction. 2021, heute will jeder Pitch co-rappen. Das wird wahrscheinlich so eine krasse Zeitreise jetzt werden, oder? Ich sag, das puh, wird einiges hier aufgearbeitet, auf jeden Fall, was so in den letzten Jahren wahrscheinlich so in ihn rumgeschlummert hat, wie er am Anfang gesagt hat. Immer nur bekifft und Texte gesammelt. Ende 2017, Großeinsatz wie bei Carlito Brigante. 20 Steuerfahnder, 20 Kripo-Beamte, sie haben das Schlupfloch entdeckt. Ungefähr ein Viertel Kilo Kuschknollen steckten in einer Footlocker-Bag. Digi-Wagen, Coca-Reste, Pillen in Tüten, Messer, Revolver, Äxte, AK, alles Filmrequisiten. Glock unter Mantel, bedroht den Haschlieferanten. 5 plus 5 sind 10 Jahre Haft für bewaffneter Handel. Ah, Zeit vergeht schnell, Highway to Hell. Kommt zum Polizeiverhör um 13.10 Uhr.
12, hab keinen Ausweis in der Tasche, check meinen Namen bei Wikipedia. 30k, mein Anwalt macht aus Schafe eine Replika. Kein dreister Betrüger, ich war einfach nur klüger. Kein Geständnis, doch zum Glück kamen sie nicht 2 Tage früher. Behörden wollen mich ficken wegen Netto Cash. Ich bekam ein Urteil so wie Echo Fresh. 1 Jahr, 3 Monate Verstoß gegen. Ich bekam ein Urteil. Die Jüngeren kennen das vielleicht jetzt nicht, aber von Savage oder Kur Savage District damals Urteil gegen ein Ego. Deswegen, gute Line auf jeden Fall. Ah, gefällt mir sehr, also vom Beat her, mega nice. Gegen BTMG, 1 Jahr, 7 Monate für Steuerstrafe legte. Heute wink ich meinen Bewährungshelfer aus dem Mercedes Coupé. Er fragt sich, wieso ich so schnell einen Neuwagen besitze. Das Life ist ungerecht, ich pushte Packs im Schussgefecht. Denn so 35, Absatz 2, mein größtes Plusgeschäft. Sie sagen, von San Diego haben wir lange nichts gehört, Bitch. Ich weiß, mein Spotlight war die Lampe am Verhörtisch. Ach so, deswegen, okay. An den Riva Verlag, sie pressten mein Buch. Und plötzlich wollte jedes Feuilleton Textinterviews. War ein respektloser Wichser mit dem Rap-Flow wie Twister. Bruder, das ist meine Life-Story. Yellow Bar Mitzwa. Kann nicht in den Spiegel gucken, denn der Titel geht nur Marketing. Zu wenig Judentum, dafür zu viele Melodramen drin. David Stern auf Cover, trotzdem sagt man Diego San ist King. Weil die Stories mit der AK und den Hero-Nadeln stimmen. Report in der New York Times, Rekorde und Überhype. 4.500 Leute in der Dortmunder Bücher. Viel zu blessed, ich breche Brot mit Großfamilienmember. Guck mal, ein Street-Battle-Rapper holt sich den Spiegel-Bestseller. Erfolgreichste Rapper, Auto-Bio all-time. Renne AS49, hustle Mios Vollzeit. Ich weiß nicht, ob ich im Gefängnis land oder am Wennestrand. Mein Bro und Co. Das ist echt, ne, so krass viele Informationen, was man dann vielleicht so gar nicht so mitgeschnitten hat oder die Fans vielleicht doch an sich jetzt, aber für mich jetzt, sag ich mal, bin jetzt nicht so ganz krass bewandert jetzt, was das angeht. Ich sag einige Sachen durch Kollege oder sowas mit. Aber so jetzt, holy shit, krass. Autor, besten Dank an Dennis Land. Noch kein Sunny Solo, Bro, das ist der Come-Up. Deine Mama leckt mein Come-Up. Damals rappen, Drugs verticken mit der Millione Deal. Heute Universal Signing mit ner Millionen Deal. Drug Dealer Stories und Street Pain. Platten verkauft ohne Features. Mutter, mein Vorbild war T-Pain. Antares Autotune C-Sharp. Hop in den Porsche rein. Du hast eine Bitch, kenn wie Sporty Spice. Das ist OS49. Mach einen falschen Move, wir ziehen sofort die 9. Für nen Joint kill ich nen Quarter Pound Pace. Hazard angrinst wie ein Horror-Clown-Face. Deutschland wartet auf das Vorverkaufsdate. Ungeduldiger als Sunny auf sein Porterhouse-Steak. 4 Jahre kein Rap, aber ich kille noch. Meine Merch-Drops ficken ihre Single-Drops. Ich zeige dir das Deutschrap einmal eins. Mein erstes Signing ging in erste Woche 1. Ja, Mann. Wuhuhu. Ich hoffe, dass da auch bald noch eine neue Box kommt. Von ihnen habe ich natürlich auch alle Boxen vom Juri. Yes. Zu viel Groupies, zu wenig Handyspeicher. Tick an Studenten, Viber, Tranquilizer. Mach guten Schnitt wie Branddesigner. BBM Empire, bleib stabil, denn eigene Brüder schießen auf dich, Friendly Fire. Verräter, komm, wenn du die Mio mit dem Schwammkopf machst. Freunde lügen wie bei Among Us. Deshalb bleib ich hochnäsig wie Snowpowder. Seit Tag 1 du Hund, BBM hatte keine Co-Founder. Wie viel Heuchler mich schon hinterm Rücken beklauten. Sie stachen Messer in die Niere, aber küssten mein Auge. Schon 6 Jahre Libanesen, Streit macht an Bord. Ein Sieger wahrer Bruder Salasado, ein Mann, ein Wort. 11. Oktober, Schicksalsstunde. Schon wieder zieht der Tod vorbei in einer Millisekunde. Früher noch mittellos an dem Block. Ich hatte Löcher im Portemonnaie. 2018 Gürtel Rose am Kopf. Dieses Jahr köpfe ich den Rosé. Als du von uns gingst, wurde meine Seele schwarz und kalt. 6. Dezember 2019, tot durch Schlaganfall. Ich weiß, dass du von oben auf Nell, auf mich und auf Mama siehst. Baba Nina, warte auf mich im Paradies. Krass. Man kann gar nicht oft genug. Gar nicht oft genug krass sagen, echt. Ja, so deep, ne? Trotzdem, also. Krass. Einfach krass.
ein Genuss für Rap. Die meisten, was ihn vielleicht jetzt nicht kennen und denken, wow, geht schon schnell, das ist Sessein, ist es noch langsam, also er kann es noch krasser schneller. Aber das, was ich habe, ist handmade, bin das wahre Selfmade, der Schwammkopf in Clips kam mit Kampfsportler, tritt wie ein Sensei. Started from the bottom, damals hier den Tag auf verbringt für Rap Fame, vom Double Time Split in den Kiffer, der Bitches wie ein Hurricane Twister, Blackfig, zum G mit der Uzi zersiebe, die Pussys ein fliegender Schuss in dein Kiefer, du Note willst Krieg in der Hut und der liegt in der Luft wie ein knarrender, brückender Max Payne. Sunny, der King küsst den David Sternring, nix Handshakes. Money und Blink, weil er anormal drippt wie Black Rain. Pushe das Wild wie Hummer, wenn schnell du die Stammkundschaft glücklich weggehen. Und sie sind im Himmel nach paar weißen Lines, so wie Schadstoffpartikel Chemtrails. Im Handschuhfach Clips, die get sprayed. Dein Arsch wird gebankt, das sind After Effects, so ne Animationsfilm-Templates. Roll mit der Bande, wir kommen zusammen, wie du, wenn du Kampfshot abkriegst ins Crackface. 15 Jahre Vorspiel, Nutte, jetzt ist Apokalyptik Endgame. Access all areas, Backstage voll Gangmember, bleib Collateral Damager und die AK. Bin ich echt gespannt, was da jetzt noch kommt im Album dann direkt. Das, sag mal, dieser Track ist ja schon fast so lang wie manche Alben mittlerweile. Boah, was kommt da im April auf uns zu? Echt schade, dass das jetzt noch. Ich war so mega gespannt drauf. Ich bin noch krasser dann gespannt drauf, was da auf dem Album passiert. Und ich hoffe, dass dieser Track auch auf dem Album mit drauf ist. Burberry Vintage Jeans, Uzi, Cyclops, Brain, wir mördern die Industrie. Faggies, Blut wie Wagyu Steaks, Emergency in the Street. Wenn ein Kugeltreffer straight ins Hirn schießt wie Tilly Dean. Ein Beauty Channel, Babe, sie twerkt wie in TikTok-Memes. Ruby Sex Backstage, dein Girlfriend ist Billie Jean. Nehme sie wie Moonwalks live von hinten, denn sie kennt den New York Times Artikel. Jewish Rapper takes on Germany, Hip-Hop Scene. Back from the dead, wie der Sensenmann rücken. Keine Angst vom Tod, ich geh sogar dem Sensenmann rücken. Mach kein Al Pacino spielt, wo ich herkomm, sind Stilettos, keine Valentin. Nicht wundern, ich muss mal ganz kurz was machen. Mike macht jede Junkie Bitch auf Percocets Musik. Noch mehr B-Ware im Schnitt als in der Burberry Boutique. Labels müssen zusehen, wenn ich ihre Crewmates kill. Fick das Game, jeder kopiert den UK Drill wie ein Blu-ray-Film. Ich hab mehr Rapper gedeepthroated als Weedsmog. Jeder hat die Postleitzahl im Namen, doch niemand. Was? Da müssen wir mal ganz kurz zurück machen. Das ist ja irgendwie ein Vertrag, aber was jetzt? Keine Ahnung. Sollte das der Trump-Code darstellen oder war das jemand anders jetzt? Und Bullen scannen mich wie beim MRT. Wenn ich will, zahlst du an Koks, Dealer Mafia Schutz, setz dich mit Kohle krass unter Druck, so wie beim Rohdiamantenschmuck. Mehr Prozente an Tischen als bei einem Tennessee Whiskey, denn ich mach Family Business wie die Kardashian Bitches. Du kriegst von Libanesen Schellen. Besser mach die Tür nicht auf, wenn Libanesen schellen. Ich bin kein Liebesdichter, schieße bei Beef aus dem Siebensitzer. Bitch, du kommst mit Friedrichsern, nicht mit Friedensrichtern. Der Gewinn geht an die Biker, Rap ist Tour de France. Du Hurensohn, step auf den Ruhrbeton. Ist doch geil aus jetzt. Was mag ich jetzt ja, ne, wenn das so mit den Einlauf und sowas dann so übelst krass aussieht. Also das sieht mega fett aus, ne? Wie beim Basketball-Jersey, hab vom Sham Sham Cold Turkey, also expect no mercy.
Maschinen. Rocker schützen dich vor Rocker, Clan beschützt dich vor Clan. Hab die Masche längst durchschaut, auf dem Rücksitz die Gun. In der Johnny Jogger weiß, du Junkie Opfer weiß. Sie setzen Kopfgeld auf mich aus, ich hab nur Money on my mind. Im Kofferraum paar Mios und paar Kilogramm J-Jo, doch bleib tranquilo, Spliffe. Brauchst du Kolle grad? Das war gerade Kolle, ne? Das ist doch hier vorhin Rotlicht Massaker 2, ne? Oder? Hier müsst leider Kolle aussteigen, glaube ich. Klar, da haben wir noch einen Kolle. Doch bleib tranquilo, Spliffe, Haystep ins Casino mit Rainbow. Rap ist ne Comedian-Game-Show, bin ich deiner Bibo, du Fame-Ho. Keiner kann mir was, denn Salah ist Amigo wie Quavo. Ich trag vieler Kappa, Helly Hansen. Du Biatch machst wie ein Pidaras in Shisha-Clubs auf Bellydance. Bitch, BBM, Familienclan wie Kelly Family. Guck, wie wir McCree machen als Ben and Jerry's. Life is sweet, Peanut Butter Jelly Sandwich. Dresscode Padam, in Netto Zaster als Defro Youngster. Back from the gutter, bang deine Cracko-Mama wie Techno Gabba. Magnums rattern, ich hab Mordmotive wie der Death Note Manga. Ficke nur mit Money, ich vermehre das Geld. Mache Paper so schnell, als würde ich den Regenwald fällen. Als müsste ich den SQP mit Kerosin tanken. Mehr PS als Cash, mehr Fixkosten als Heroin-Junkies. Kurbeln beim Geschäftsessen, der Rest kann Dreck fressen. Ich lasse Kugeln auf Ratten fliegen wie Ash Ketchum. Heute sehen Männer aus wie Frauen und Rapper wie eine Popstar-Diva. Dein Top hat Spaghetti-Träger wie Losteria. Mach Big Booty Truck in den Groupie Girls, das Bader klar. Verkaufe Bad Moms J wie ein Universal A&R. Das waren die ganzen Sachen, was jetzt so in den letzten Wochen in Anführungsstrichen geleakt worden sind, muss man ja so sagen, alle berechtigt gewesen, weil es wirklich dazu kam, dann, dass es halt da schon so ein Vorausding war, dass er da mitdreht für seine eigenen Videos. Krass. Auch wenn wir nicht mit dem Release auf 1 gehen, fick ich mehr Influencerinnen als Artikel 13. Kaum Transport im Truck, ich nenne es Linienbus. Immer Summen in meinem Kopf, als hätte ich Tinnitus. Nüchtern bleiben, der Haschatan will mich erleiden. Man kann es verstehen oder sowas, ist auch okay, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Geld verbrennen, nee, macht man nicht. Das macht man einfach nicht, ne? Und jetzt los, ja. Werden hier die Quali runtergeschraubt. Was ist da los? Geht auf Arm zu, hä? Wissen wir mal. Na, machen wir doch mal auf 720. Kann natürlich jetzt sein, dass ich übers Handy rumwursteln muss, dass es dann halt mal zu Abbrüchen leider kommt. Sehr schade. Maschallah, was los? Come on. Wartet mal grad. Ich hoffe, dass es sich gleich wieder fängt. 13. Kaum Transport im Truck, ich nenne es Linienbus. Immer Summen in meinem Kopf, als hätte ich Tinnitus. Nüchtern bleiben, der Haschatan will mich irre leiten. Ihr Bauern seid ehrenlos wie in Dürrezeiten. Maschallah, ich trete diese Hip-Hop-Nerds. Bitch, nicht nur bei Tekken 7 werden meine Hits confirmed. Ich könnte das ganze Game mit Libanesen beschützen. Kommt zu BBM, wir geben euch Rücken. Studio-Quarantäne, Coolio-Atmosphäre, Adolf Hitler, Attila, Hildmann, Hurensohn, Parallele. Ghetto-Millionär, ich trag Bottega und Adidas. Was? Na, mal ganz kurz zurück, mal. Attila Hildmann, der Vogel. Warte mal, was haben wir hier? Studio-Quarantäne, Coolio-Atmosphäre, Adolf Hitler, Attila, Hildmann, Hurensohn, Parallele. Ja, Attila Hildmann, ja. Mag ich auch gar nicht. Ist ein ganz, ganz böser, ekliger Mensch. Ganz, ganz ekliger Mensch. Parallele, Ghetto-Millionär, ich trag Bottega und Adidas. Beste Rapper Deutschlands, San Diego, Kollege und Alias. Duck dich wie ein Limbo-Tänzer, Bullets aus dem Limo-Fenster. Eine Frage, wieso rennt sich Muttensohn auf Influencer? Künstler haben keinen Wert, es werden Mütter heute entehrt. Guck, ich fick zwar eure Ärsche, aber küsst doch.
Ich zocke zwar kein Tetris, doch bring häufiger den Blocksound und fick Deutschland wie der Lockdown. Todesignorant, Polizei bekannt. Bitch, ich bin kein Messi, doch die Wohnung ist verwanzt. Und sieht mein Sohn Finanzamt, macht bei Paar. Meine 666. Paparazzi, ja, sag ich, no worries, das sind einfach nur Paparazzi, ja. Leben lang Antisemitismus, ganzes Money geht zum Fiskus. Wollen mich auf das Holz festnageln, als wär's Shani Jesus Christus. Vom Staat gesucht, vom Kokain Paranoia. Ich hinterziehe Steuern und ich zieh hinterm Steuer. Im Mercedes-Film reicht die Jibs kliffen, scheiben Blick dich gegen Blitzlicht. Weg mit deinem Wegsgriffen, heute Big Pimpin, damals schwere Kindheit wie Chris Griffin. Früher noch die JPEGs im Trunk vor meinem Honda. Heute bin ich Made Man wie Frankensteins Monster. Der Werdegang wiederholt sich, ich fick die Internet-Battles. Großer Mike Illustrated, Gewinner bei Rap Kings. Kein Schlittschuhläufer, dafür ne Kunstfigur. Kein 9-to-5, dafür ne Luxusuhr. Blutige Augen lassen meine Seele verbrennen, denn wenn die Hölle Dämonen in meinem Inneren erwachen würde, nicht einmal der harte Tommy Schöpfen. Ah, jetzt geht's mal los. Jetzt kommt das, was ich schon gemeint habe. Dieses. Jetzt kommt mal richtiges Geschoss hier raus, ey. Heieiei. Ja, mal kurz zurück machen natürlich. Dann kann ich jetzt wieder. Da bin ich jetzt gespannt. Die Internet-Battles, großer Mike Illustrated, Gewinner bei Rap Kings. Kein Schlittschuhläufer, dafür eine Kunstfigur. Kein 9-to-5, dafür eine Luxusuhr. Verbrennen, denn wenn die Hölle Dämonen in meinem Inneren erwachen würde, nicht einmal der Hater Tommy schaffen können. Meine Flammen gehen bis in den Himmel und bedecken die Welt mit einer vernichtenden Hülle, so wie die Sonne. Niemand wird überleben im Feuerregen, weil die Menschen alle Hasser wird es skrupellose, geistige Morde. Wir wilden sind welche, die Gabeln und das Leben nicht würdigen. Sie bekämpfen einander, begehen die Sünde, sie vergessen. Aber irgendwann muss jeder von uns büßen, kill him all. Ich komme wieder, Todesengel und bringe das Ende. Niemand wollte den Frieden, darum beginne ich heute mit der Apokalyptik. Rock im Verticker und parallel, Ikone für Kinder wie Gargamel. Dope wie Vanilla, mein Flow ist so killer, der Tod ist der Bringer wie Azrael. In Goldschmiedstuben, Drug-Trafficker in religiösen Holzfiguren. Sie wollen mich hinter Gittern, aber haben keine Beweise. Wir sabotieren die Recording-Spuren. Bänge Stalking-Groupies in den Porsche-Coupies. In dem Tall-Inclusive wie Mallorca-Touris. Lager sie bestell ich in der Vorratstruhe. Erst rollen die Köpfe, danach rollen die Rubel. Yves Saint Laurent und Vetements bin am Bauen wie die Spalding Group oder ein College-Student. Wilder Westen, ich bin Lucky Luke. Du musst dich vor dem Bullet zucken, weil meine Brüder so wie die Dalton shooten. Bikini-Bottom-Mafia, die Gänge in deiner Gegend. Lass die Ecke vor die Seven. Ziele Späne mit deinem Leben. Nutze Dollarscheine, Zähne, meine Bibel, deine Mutter. Gehört zu meiner Morning-Routine. Alle greifen den, der den Ball hat, aber fallen, weil in Germany Fans immer noch mein Album hypen. Diese Amateure spielen nicht in meiner Liga, bin eine lebende Legende wie Ronaldo Icon. Du bist Klinge bekommen. Dann erhol die Polizei, sie werden keine DNA von meiner Klinge bekommen. Kiss the Ring of the Dawn, zieh die Millimeter, Hunde wollen Bella, kill em all, ich bin der King of the Town. Ich bin CEO, du bist ein Angestellter, mach die Millionen wie ein Rockefeller. Diese Schlampen-Rapper, steck gewaschene Gelder. Für die Missgeburten nur als Schattenspender. Häng mit Crystal Coker oder Haschischhändler. Ice Ice Business Over, Bitches Moneymaker. Mehr Risk als Broker, an dem Risk Day Toners. Unser Trip ist Kosher, brauch kein Umbrella. Blutiges Vergehen, Uzi Clips am Sprayen, Kugeln im Café. Schlatzerteller, fick die Bitch-Industrie, sie haben kindische Beats, aber indische Streams wie der Ganges Delta. Und ich grinse wie Joker, bleibe Attentäter. Ihr seid Kippen, Schnorrer, keine Mafia-Gangster. Sitz im Rover, sind die Jimmy Cola, alles Whistleblower wie der Rattenfänger. Mann, hier geht's aber ab, Alter, Sau. Ist echt richtig, Alter, mega brutal, vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, dass das ein Track ist. Wie gesagt, klar, da wären, sag ich mal, ein Track so 33 Minuten, da, wie gesagt, da brauchst du auch einige Zeit, allein, was du da schon an Text brauchst, im Endeffekt, das ist echt, also das kann man wirklich sagen, ich muss kurz überlegen, CCN4, mit Bushido und Animus ging, glaube ich, fast so lang, das Album, glaube ich, 35 Minuten oder 40 Minuten, wie dieser Track hier nur, ein einziger Track, krass. Häng mit Darker, häng mit Mafia, Frank Sinatra, gutes Koks, aber schlechtes Karma, BBM-Brigada, komm mit den Libanesen in deine Town und starte dann ein Family-Drama, wir sind Wellemacher, so wie Che Guevara, mit mehr Ballermänner als im Juventus-Kader, ficke deine gammelige Mutter weg vor den Augen deines Penner-Vaters auf dem Campinglager, was für Netzinlover, du bist ein schwänzeblasender Alimente-Zahler wie dieser Alan Harper, ich hab ausgezeichnete Bitches, Hentai-Maler, zu viele Groupies, zu wenig Edding-Marker, brenn wie Lava, bang aus dem Black Impala, erwürge dich mit deinem Handy-Charger, bin Geschäftsinhaber, nutze meine Legacy, eine Legenden-Saga wie Tempelmagier, kein random Gelaber über Fendi Prada, kicke wieder Bretter wie bei Benny Hanna, renn vor dem Grenzzollfahnder, Sham Sham im Champion Parker, Präsidentenarmband, schnell wie die Mac-10 aus West-Tirana, Boss Aura 2 wird eine Genki-Dama, ihr habt schlechte Karten, ich hab das Poker-Face wie Lady Gaga. Ah, Boss Aura 2 wird eine Genki-Dama, also ist es hier auch nochmal bestätigt, dass definitiv Boss Aura 2 kommen wird, egal was passiert. Jetzt haben wir es auch nochmal von Santiago selber gehört.
Na da, ey, da bin ich richtig gespannt, ey. Da ficke deine Baby-Mama. Magnum Geballer aus der Ghetto-Strada. Trage Sonnenbrille nachts so wie der Terminator, denn ich werd geblendet von dem Rolls-Royce Phantom-Strahler. Stiche für dein Manager und Label-Partner. Stresser, Banger, Rappender, Messer, Stecher, Verbrecher, echte BBMer, mehr Member als Helfer. Da bin ich aber gespannt, wenn Boss Aura 2 kommt, ob da eher das diesmal so Feature-mäßig ist oder ob es wie bei Boss Aura ist, dass bloß mal ein paar Lieder mit Sunny sind und der Rest da so mitgeschrieben hat oder sowas. Da bin ich auch gespannt, ey, wie es sich das entwickelt. Charter von einem Dealer zu einem Artist, damals Tara Masari, heute mach ich Hellal Pada wie eine Spendengala. War ready, Tresor breche in der Short Baggy. Bitch, ich köpfe Enemies wie Tom Perry. Gib mir die Stitches wie bei einem Shawn Mendes, Song Medley. Palm Angels wie Tom Hampton. Ball heavy wie New York Yankee. More money, more problems, more money, more Fendi. Keine Chance, ich bin Donner. Beton, komm im Grand Bentley, als wär Sports Rally. Business Talk ständig am Ohr-Handy. Mache wieder buntes Paper, kein Konfetti. Sie spielen den Part, so wie Joe Pesci. Bikini Bottom Mafia, die Company. Inhaliere Cali Weed, als wäre 24-7, 365, 420. Cruise im Spider, wie Shumi Iced Out. Groupie Viber in Gucci-Kleider. Bombengürtel, Suicider. High Roller, wie Sushi-Meister. Jewish Rider, Cruise im Biter. Wenn ich komme, werden deine Tour Begleiter. Crucified, wie meine Arme, wenn ich in die Menschenmenge von der Bühne mit der Uzi feier. Bandenkriege, mach den Träger, hänge mit dem Freimaurerkreis wie eine Apfelsbirne. Magazine in der Schankvitrine. Mache gelbe Scheine so wie Lampenschirme. Pulle Trigger wie auf Chiropraktik liege. Pulle so viel Trigger, muss zur Maniküre. Pull up in dem SQP Mercedes, Motherfucker, shoot ne Bullet in deinem Brain und zwar ne Handsignete. Kopf sind dicht auf dem Fersen so wie Wanderstiefel. Dicht auf dem Fersen so wie Sunny in Gesangskabinen. Aber haben nichts in der Hand so wie ne Pantomime. Bullen sind geschmiert so wie die blankulierten Lambo-Stiere. Maximiere, maximiere, maximiere. Labels machen miese, wie bei Bankenkrise. Penner Rapper nageln an dem Hungertuch und währenddessen lass ich 10 Mille bei Gucci ohne anprobieren. Mafia-Viertel, Taktik-Spiele, annektiere. Stadtbezirke, keine Klärung, weil ich schon mehr Flaschen an den Tischen abservierte. Als Gasthauswirte, over the top, Birabi-Hüte. Aber bleibe auf dem Boden, Panzermine. Ups and downs, jump and run. Bruder, dieses Leben ist die Trampoline. Nehme Sham gegen Pain, kein Champagne. Wo würde wohl da oben jetzt rauskommen, ey? Da bin ich gespannt, ey, was da jetzt noch passiert, ey. Ich will mal ganz kurz gucken, wie viel Aufrufe das überhaupt hat. 278.000 ist auch nicht in den Trends, obwohl Premiere vor 16 Stunden war. Hä? Oder darf's nicht getrendet werden durch gewisse Aussagen davon? Lass mal noch ein Like reinpushen auf Ehre. Von den fast 1000 Dislikes wird wahrscheinlich die Hälfte nicht einmal jetzt 5 Minuten angehört haben, schätze ich mal. Schon immer die Straßen ziehen, wie Abschleppdienste. Interpol-Agentin, aber in jedem Move von Sunny auf dem Schirm wie Wettersatelliten. Und ich bin kein Weiberheld, aber die Beauty-Bitches fühlen sich von Sunny angezogen wie die Schaumkostüme. Nutte Webbe Street Beef, sie, ich bin Real G, weil ich keine Messages, sondern Packages transportiere. Ficke deutsche Rapper so wie. Mittlerweile weiß ich nicht mehr, ob ich Hass oder Lachkick schiebe. Gebe dir ne Schelle und zerbreche deine Nackenwirbel. Wie Rugby-Würfel. Komm aus einer Weder, wo die Löwen nicht mit Hunden verhandeln, sondern die Schafe ziehen. So wie Schlachtbetriebe. La Familia. Plattenfirmen wollen meine CD-Pressen. Wir erpressen Plattenfirmen. Du fährst die Plastikschiene. Wie Flachbildschema. Army-Rap in Deutsch, deine Karriere länger abgeschrieben. Mutterficker, meine Karriere dagegen hat jetzt einen krassen Peak. Wie eine Stachelbiene. Massanzüge, die bei NASA flügen. Bitch, ich komm und breche deine Nasenflügel. Sado-Familie. Stehen vor dir mit heißem Eisen und du machst die Biege. Wie Waffenschmiede. Was geht ab jetzt? Das ist SpongeBob. Das witzig ist, weil ich den gerade hier sehe. Wenn du das vorbestellt hast, ja direkt bei Sunny auf der Webseite, hast du dann so eine Nachricht bekommen, dass heute ein mieses Brett kommen wird, weil leider das Album noch nicht kommt, weil ich den gerade sehe. Ist auch so ein kleines, lustiges Gimmick auf jeden Fall. Und jetzt bin ich gespannt, was er rausballert. Ja. Yo, die Deutschrap-Legende auf dem Battle King-Thron. Ich hab mehr Träume beendet als ein Apple-Ringtone. Ich hab die Gegner mit Colt, letzter Mega-Erfolg. Started from the bottom, nur noch 10k bis Gold. In der linken Hand der Basie, rechts die Desert Eagle Gun. Ich kenn nix, was man nicht schnupfen, ficken oder erschießen kann. Kriegserfahren wie ein Familienclan. Immer wenn's in meinem Leben gerade lief, was auf der schiefen Bahn. Koks-Plantagen, Flow-Passagen, Modemarken, schwarzer Royce. Der Laden läuft als... Immer wenn etwas gerade lief, aus auf der schiefen Bahn, ey, auch geil. Als ein Apple-Ringtone, ich hab die Gegner mit Colt, letzter Mega-Erfolg. Started from the bottom, nur noch 10k bis Gold. In der linken Hand der Basie, rechts die Desert Eagle Gun. Ich kenn nix, was man nicht schnupfen, ficken oder erschießen kann. Kriegserfahren wie ein Familienclan. Immer wenn's in meinem Leben gerade lief, was auf der schiefen Bahn. Koks-Plantagen, Flow-Passagen, Modemarken, schwarzer Royce. Tommy Gumby, Rocky 5, doch der Schwamm
Covid. Guck, ich schwinger deutschen Rap und lass das Kind abtreiben wie Moses. Schwarze Seele, weißer Bentley, Crime Talent wie Maya Lenski, Sunny. Also der Part jetzt, der gefällt mir bis jetzt am besten. Also der ist ja mega geil. Der erste Einstiegspart war richtig geil und das jetzt auch, ey. Das ist richtig geil. Diego wär Angel, das als Krematorium nach einem Biker-Gang-Krieg. Flex Bruder im Express-Cruiser. Splatter-Moves als Western Action-Shooter. Executive, back wie der letzte Jude. Sohn David, so wie Beckham Jr. Das ist Blut auf mein T-Shirt und kein italienischer Wein. Libanesischer Kreis. Du wirst zum Hund gemacht, wie chinesischer Reis. Top-Thema bin Stofffehler wie Tom Taylor. Und jung, scheine bunt wie ein Cosplayer. Napa-Leder im Panamera, Maskenträger wie Undertaker. Ballern auf Hater, paar Uppercuts-Player, danach ist dein Kaffer Layla. Du wirst gedeep-shotet wie eine Nympho. Keine politischen Beats, nur Intro. Doch nach diesem Lied braucht die Musikindustrie eine Delfin-Therapie wie Insco. Im Keller-Stacks, machst du wie Rockefellers Cash. Was vom Jacob B, damals dieser Umbrella-Tags. Mach Welle jetzt, Bitch, ich hab so wie Pella-Flex. Die Gang ist back, du wirst Kugeln fangen wie ein Tennisnetz. Denn ich seh den Parasit in deinen Augen als Schritt ich nennen Blick. Cool im Rolls-Royce, Phantom auf Chrom. Verpresse Steuergeld, dafür Blow. Deine Gang sieht aus wie Boygroup-Member mit Bräunungstenner-Lotion. Ich mach Eurosex bei der Show, Bro. Deutsche Rapper sind broke. Sind die Hennessy, die Cocky, die Enemies low. Denn sie machen nur Pseudo-Reggae wie Snow. Custom made, handmade. Grabo in mein brauner Mic. Groupies sind dauergeil. Jude wie Sauspackei. Spliffen, Champagne sippen, J-Sniffen, das Game ficken. Verliebe mich nie, doch du Fotzengesicht. Gibst doch Fotzegesicht wie beim Face-Sitting. Boxautomat, K.O.-Knocker. Esse Rückenlobster, häng mit Kosher aus. Ihr seid Drogenopfer, hab Millionen Dollar im Remover-Koffer, packe Kohle. Man will immer irgendwas dazu sagen, aber man kann einfach nicht großartig dazu sagen, weil es einfach gut gemacht ist. Das ist einfach, die sehen uns was, das ist mega geil, aber es ist jetzt nicht so, dass ich nach 25 Minuten immer noch nicht sagen muss. Gut, das Video geht jetzt schon 37 Minuten, wenn überhaupt jemand bisher anguckt. Das ist so mega krass, einfach was Rap auch angeht. Muss man echt sagen, Hut ab vor den Menschen. Oak Rockstar, 49, Flow Monster, Walla High, Oak Culture, ich bin Goldgetter, du bist Showstopper, ich bin Globetrotter, so wie Gold Roger. High Hater, Vi Hater, Enemies hängen in meinem Dry Ager. Bringe wenig Kilos auf die Waage, aber laufe um die 2 Meter, kein Thema. Weißes Verschweiß mit Heißkleber, trage wieder Plammen an den Mic-Treter. Ticke wieder Schirm unter dem Skyscraper, Bulle machen Augen so wie Eye Laser. Step in die Kabine, ficke wieder deine Mutter, wieder mal der gleiche Beat und selbes Reimschema. Sie kopieren niemand in der Szene, hat Talent, aber einem Rapper, Newcomer sind alles Hype-Chaser. Treffen keine Töne, wollen singen, aber wieder. Ich hab euch das aber Autotune mal Life Changer. Heute bin ich meine Nummer 1 Major. Motherfucker, was soll noch Shine later? Drogen razzieren auf Hochseejachten. G's unter Strom wie in Todestrakten. Ihr klebt Biker am Arsch wie Motorradsattel. Mein Gewissen ist so rein wie meine Coca-Paste. Deine Leute machen Fotos für Modemarken. Meine Leute machen Fotos für Soko-Akten. Motherficker, zieh die Gun und gebe dir ne Bullet. Denn ihre Nose Hunde kann man nicht koscher schlachten. Kleines Volk, große Macht. Ich hab Logenplatz, so wie Notbahn-Gast. Schicke Scheiben in den Minivan, ficke deine Kindergang. Sie werden sie wie die Bullies glänzen. Ich komm mit den kriminellen Clans, aber die Influence wie Citybanks und schweben überm Boden. Overdraft, jeder will ein Teil meiner Millionen nah. Aber ich habe mich ganz alleine hochgebracht. Frage, wenn deiner keine Corona-Masken. No sleep wie bei Totenwaffen. Halte mich fern von den Rappern, denn in dem Business mehr Bitch-Moves als auf Yogamatten. Meine Hausarmkapseln in den Goya-Taschen. Kochen Track und backen nebenbei noch Schokomuffins. Mit Kokosraspeln, Großstadt-Tasse. Kohle-Loki waschen bei Koma-Banke mit Rothschild-Waffen. Ihr seid Broker-Atzen, die nur bei einer Shisha über Kohle quatschen. Money-Long, so wie Goya-Schatten. Wir gehen über Leiche, Motherfucker, blutiger Weg. Trage die Louboutins mit den roten Buttons. Die wollen mein Phone anzapfen. Schnell noch ein paar Mille mitnehmen, bevor die Popos die Vogel krallen. Den Strom am Bass, den Penner-Rapper mischen Cola wie ich mische Kodein mit Robitasse. Wie nur Milli geladen, in silbernem Bugatti. Kille wie Illuminati, Wille noch Bali. Deine billige Mami zieht nach die Ficke, die Lippe nach in den Spiegel. Und in meiner Sonnenbrille von Cartier. Spliffe das Kali, mach illegal Masali. Drippe wie Tsunamis, bin auf Millionen Partys. Vom Mittag voll gejagt, denn ich ticke wieder Pillen von den Tilly, die nach Rapper, die auf Bild sind wie Sarge. Ey, dein Best Case ist mein. Was mich natürlich jetzt selber jetzt, was ich mich frag, ob dieser Clan so fett miteinander, also dass die halt so eingeschworen sind miteinander, oder ob die das wollen, dass die immer mit gezeigt werden. Also das würde mich auch mal interessieren, wie das da ist, ob das einfach, ob das wirklich krass freundschaftlich ist oder einfach bloß, hey, wenn du das Video machst, wir wollen möglichst oft gesehen werden, gezeigt werden oder wie auch immer so. Das würde mich auch mal interessieren. Mein Worst Case, ficke Curve Babes und dein Girl Blaze. Dicky First Date in die Third Base. So wie Center-Fielder bei den World Games. Ey, ich leck mit dir rum wie bei First Date. Auf dem Backseat, vor dem Flat Screen. Ey, wir hören Drake und wir burn Haze. Lass die Note mal ziehen, so wie Earl Grey. Super Cardi Ice und die Twerk Shake. We gon' party like it's your birthday. Doch ich fix sie nicht noch einmal, denn von der Hoch kriegt man Ausschläge, so wie von Earthquake. Bringe Wordplays für die Nerdbrains, wenn ich Perks nehm und den Verse lese. Hol das Reizeflex rein aus New Jersey. Ich hab DJ-Kontakte wie Turntables. Push dir schon immer die Kilos, doch war niemals an einer Curve Stage. Kopf ficken, Kopf wie Gehirnkrebs. Bitch, doch ich lieg beim Verhör. Drippe wie Surfwaves, drippe wie Squirt-Tapes. Fick jeden Deutschrapper tot, denn ich brauch noch ein bisschen mehr Workspace. Shoote mit Waffen, Kugeln im Nacken, keine Pearl-Chains. Schuldest du Huren so'n Batzen, denn das findet Sunny fair, so wie bei Surfwaves. Ihr seid Internet-G's mit nem Jerkface. Aber hier bei dem Video darfst du auch nicht anfällig auf irgendwelches Lichtgeflacker oder sowas, oder kriegst einen Schuss, ne? Also, das ist echt übelst teilweise. Police-Biffle-Gibbets im silbernen Jeep, ich chill in der Villa am Beach. Bring das Killer-Release wie der Birthday.
Heute gibt mir Germany Props für jeden Verse, den ich drop. Ich bin gestört in meinem Kopf, zu abgeturnt von dem Ort. Weinig, ne? Übelste Busch-Ding hintereinander und dann so übelsten Peak nach unten krachen, Alter. Wieder verhört mich der Kopf, guck in den Burberry Socks, denn ich mach Kröten mit Stoff. Kör mit der Frosch. Aufgewachsen zwischen Hochhausblocks und Regenschauer. Snitches und die Cops ficken mein Kopf so wie ein Schädeltrauma. Sieh uns heute an mit Drip als in der Schwedensauna. Brudi, denn wir flexen mit dem Mais, als wären wir Schnäbeltauer. Auf Baguette fixiert wie Chicken Teriyaki. Meine Kette hat Karate-Kit wie Mr. Miyagi. Fick deine Mami, Bitch, ich sitz in einem Rari King in. Jetzt ist bloß die Frage, ob das jetzt so gemeint ist. Er war übelst zerstört am Boden und alles, ist halt aufgestanden und macht jetzt sein Ding einfach. Ob das so gemeint ist einfach, nach dem Hoch, sag ich mal, und dann dieses Tief fallen oder sowas und jetzt baut er sich wieder auf. Könnte man zumindest so interpretieren. In den Straßen ein Jew führt Deutschlands Hitlisten an wie Hitler die Nazis. Ich bin nicht wie diese Rapper hier und flex mit Geld. Bitches werden Packs bestellt, Bitch, ich kaufe Flex mit Geld. Bodypacks so groß, Kuriere tragen wieder 6XL. Hinterraum Business wie Catering im Backstage-Zelt. Übergabe auf dem Highway in irgendeinem Drecksmotel. Ein Zug und du bist drauf, Actionheld. Wir sind Unterwäldler, sie bekommen Essen Schellen. Wenn Rapper bellen, besser gib Respekt, du Kelp. Young Yahudi, bleibe stehen, bis der letzte fällt. Echte BBMer, Copkiller wie RAF-Rebellen. Land im Privatjet. Wobei ich das jetzt, muss ich sagen, mag ich auch gerade sehr, weil das schön auf dem Beat mitläuft, ne? So nicht übelst überzogen, aber so beiläufig mitgezogen dann. Das klingt auch richtig gut. Sturm wie bei NFL, Pamio Wechselgeld unterm Bett gestellt sexuell. Bossaura 2, back to back wie beim Wild West Duell. Was für Demon Time, ich send euch back to hell, ich hol euch raus aus eurer Netflix-Welt. Welcher deutsche Rapper kriegt das Pulver, fick grad Mutter und schreibt nebenbei noch seine Texte selbst. Yeah. Ich smoke die Grasjoints und bin schon bei Sonnenaufgang stoned wie die Gargoyles. Kille Rapper wie ne Überdosis Crack, das kein Image, weil ich höchstens in der Synagoge cap. Das mit den Gargoyles, das werden wahrscheinlich bloß die Leute checken, was Gargoyles gesehen haben, weil die nämlich, sobald's in Richtung Sonnenuntergang geht, nämlich, nee, Aufgang, sind die wie weg, da halt eingesteinert, stone sozusagen. Piloten halten Sunny für Puffy, doch ich hätte nur mit Gummi, so wie Monkey die Ruffy. Yeah, 1000 Bitches im Privathandy, doch ich piss auf die wie... YBM, echter Hype, kein aufgesetzter Clown-Trap. Ihr verkauft geklauten Rap als Cloud-Rap. Das ist kein Diss, das ist ein Live-Report. Und ohne Autotune kann schief gehen, Gruß an Hyper-Awards. Fly wie die Twin Tower Jets, du kannst die Six-Hour battlen. Rapper sind auf Level, aber nicht auf meinem Level. Fick auf dein Event, ich veranstalte ein paar Blutbilder. Nur Fotzen bei Amazon. Rapper sind auf Level, aber nicht auf meinem Level. Auch gut. Level habe ich, glaube ich, auch noch nie mehr angehört. Oder war schon noch nie Spotify auch irgendwie noch nicht. Auf Level wie in Tomb Raider. Seit ich weg war, zu viel Opfer aus dem Loch gekrochen. Ein Kilo Kali-Kursch war mein letzter Drop der Woche. Heute sind an jedem Release Friday. Mehr Junkies unterwegs als auf dem New Orleans Highway. Behörden wollen mich hinter 16 Bars, doch lande ich hinter Gittern, sind Tabellen in den Midweek Charts. Mehr Earnings in dem Business als ein Großfamilienbaba. Rapper covern Songs und kriegen Modus Mio Cover. Du bist ein Hund, dem nicht einmal der Leasing Bands gehört. Ich hab die Weekend Trend zerstört und es geht me against the world. Jeder zweite Streaming Act macht 100 Mio Easy Clap. Komisch Deutschrapper charten in Hongkong so wie BTS. Was bringt gekaufter Hype, wenn sie eine leere Halle spielen? Wo sind jetzt die Klicks? Ich glaube, Kai ist auf den Malediven. Sunny 47, Bitch, the voice is jetzt back im Rap Game. Und heute kann man endlich sagen, Trap ist fresher than je. Ich will mich entschuldigen bei Tupac und Biggie. Eazy-E, Dr. Dre, Snoop Dogg und Diddy. Nate Dogg, DMX, Luda, Ja Rule und Exhibit. Nelly, Jay-Z, D12 und Eminem, G-Unit und 15. Travis Scott, Migos, Post Malone, Gucci Mane, Drizzy. XXX, Pop Smoke, Juice WRLD und Nipsey. Es tut mir leid aus tiefstem Herzen, dass ihr geht an alle Rap-Ehren. Weil ich mich so für unsere Dreckszene fremdschäme. Kein Ego-Komplex, doch kauf hier mein Ego-Komplexe. Die letzte Rettung für das Game ist ein San Diego-Comeback. Ich will mehr Money, mehr Willen, mehr und Privatstrände. Denn Deutschland ist ein Hurensohn, Zitat Ende. Sau stark, was anderes kann man denn dazu sagen? Muss man? Ghetto Bar Mitzvah, das ist dann das Album. Da ist eigentlich das Album, was heute kommen sollte. Eigentlich.
Bei denen kommt es am 1. April. Ist es ein April-Scherz oder was ist los? Wer Mike Illustrated nicht kennt, das ist bei Instagram auch so ein Account, der was hier so Rap-Battle-Dinge und sowas veranstaltet. Nein! Boxinhalt Nummer 1. Fuck! Ich wüsste gar nicht wissen, was da drin ist. Aber cool. Gut, was ist schon mal, das ist drin. Das erinnert mich gleich wieder an Mike Illustrated. Ihr werdet es wahrscheinlich kennen, ja, die was mich kennen. Ich habe von Zito schon mal so eine Figur ausgepackt. Yo, nice. Cool. So, meine Lieben, dann würde ich sagen, machen wir ohne Unschweife. Checkt auf jeden Fall meinen Kanal noch ab, wenn du neu bist. Lass gern ein Like da und natürlich gern ein Abo mit Glocke, dass wir endlich die 500 Abos noch reingeballert haben oder über 500 an sind. Ich weiß nicht, wann das Video rauskommt, zu welchem Zeitpunkt. Und von daher, haut rein, meine Lieben. Bis bald, euer Mimi. Ciao.